Neuntens, sprechen wir trotzdem aus, was das Begehren strukturiert. Begehren ist, was manifest wird in dem Zwischenraum, den der Anspruch diesseits seiner selbst aushebt. Insofern das Subjekt, indem es die signifikante Kette artikuliert, das Seinsverfehlen an den Tag bringt, mit dem Appell, das Komplement davon vom anderen zu erhalten, insofern der andere Ort des Sprechens auch der Ort dieses Verfehlens ist. Den Satz wiederholen wir. Begehren ist, was manifest wird in dem Zwischenraum, den der Anspruch diesseits seiner selbst aushebt, wie man einen Graben aushebt. Insofern das Subjekt, indem es die signifikante Kette artikuliert, das Seinsverfehlen an den Tag bringt, mit dem Appell, das Komplement davon vom anderen zu erhalten, insofern der andere Ort des Sprechens auch der Ort dieses Verfehlens ist. Was damit dem anderen zu erfüllen aufgegeben ist und eigentlich das ist, was er nicht hat, da auch ihm das Sein abgeht, ist das, was Liebe heißt, aber auch Hass ist und Ignoranz. Es ist auch Leiden des Seins, was jeder Anspruch über das sich in ihrem artikulierenden Bedürfnis hinaus evoziert, und es ist wohl das, was dem Subjekt umso gründlicher vorenthalten bleibt, als das im Anspruch artikulierte Bedürfnis befriedigt wird. Mehr noch, die Bedürfnisbefriedigung erscheint hier nur als der Trug, in dem der Liebesanspruch zerschellt, wobei das Subjekt auf den Schlaf verwiesen wird, wo es sein Wesen treibt am Rande des Seins, das es in sich sprechen lässt. Denn das Sein der Sprache ist das Nichtsein der Objekte. Und dass das Begehren von Freud an seinem Platz im Traum entdeckt wurde, Parenthese, immer schon der Skandal sämtlicher Anstrengungen des Denkens, sich in der Wirklichkeit anzusiedeln, und dass das Begehren von Freud an seinem Platz im Traum entdeckt wurde, genügt uns zu unserer Instruktion. Sein oder nicht sein, schlafen, träumen vielleicht, noch die vermeintlich schlimmsten Träume des Kindes, zeigen schlichterweise wunderbare oder verbotene Objekte. Schlichtesten Träume des Kindes, Klammer auf, schlicht, wie die analytische Situation zweifelsohne, Klammer zu, zeigen schlichterweise wunderbare oder verbotene Objekte. Es folgt zehntens, aber nicht immer schläft das Kind wie hier ein im Herzen des Seins. Besonders dann nicht, wenn der andere, der ja auch seine Vorstellung von seinen Bedürfnissen hat, sich einmischt und es anstelle von dem, was er nicht hat, bis zum Ersticken vollstopft mit dem Brei dessen, was er hat, und so seine Pflege mit dem Geschenk seiner Liebe verwechselt. Das neunte Kapitel ist absolut zentral wichtig. Der Anspruch, das Bedürfnis, das nie zu füllen ist, als das Begehren nach dem, was alle erleben an Seinsverfehlen, nämlich mit dem Brei abgefüttert zu werden, anstelle dem Geschenk der Liebe.